Und damit herzlich willkommen zum Dysons 4 Program. Liebe Zuschauer, mit am Start ist der Daniel. Und heute beginnen wir die Reise des Dysons 4 Program. Es ist ein Early Access Game. Zurzeit, wie gesagt, Early Access kam erst vor ein paar Wochen raus. Ich glaube vor zwei. Und ja, ich habe es auch schon bei einigen Leuten gesehen. Es scheint sehr interessant zu sein. Wir werden uns damit der Story mal begnügen. Da es ein Early Access Game ist, kann man noch viel erwarten. Derzeit kostet es auf Steam 16,74 €. Finde kam ich. Am 21. Januar raus. Ja, ungefähr zwei Wochen, ne? Ja. Ich habe mich schon einmal reingelunzt. Wie ihr sehen könnt, bauen wir uns in diesem Stil eine planetarische Fabrik. Es ist wie Factorio. Satisfactory würde ich jetzt nicht damit vergleichen, weil Satisfactory ein First-Person-Shooter kann man sagen, First-Person-Aufbau, Fabrikaufbauspiel ist, was dieses Game wiederum nicht ist. Man kann es natürlich in First-Person fast spielen. Kann man so, ja, einiges einstellen hier. Standard werden wir das einstellen hier. Hier rechts sieht man die jeweiligen Stars, was man so hat. Also das Spiel bietet einige Funktionen, die es andere nicht bieten, tatsächlicherweise. Man hat halt mehrere Sternsysteme und kann auch beziehungsweise auch dann mehrere... Man kann eine ganze Galaxie damit befüllen, sagen wir mal so. Irgendwann hat man eine ganze interplanetarische, interstellare Konstellation von Fabriken, Fabrikplaneten. Und das scheint auf dem ersten Blick ganz nice zu sein. Und ich würde sagen... Solange es sich nur ans Befüllen haltet und nicht ans Besamen... Es war so klar, dass es kommen würde. Es war so klar... Ach du Scheiße. Da ich momentan austeste, wie die Audioqualität sein würde und auch nach den jeweiligen Sachen, würde ich euch empfehlen, mir deswegen auch mal ein Feedback dazulassen, was ich verbessern könnte, was auch momentan verbesserungswürdig ist, da ich mir einen neuen PC geholt habe, ist dies jetzt auch dementsprechend noch unausgereift. Ja, da schauen wir mal. Bevor wir uns 60 Jahre lang verquatschen, das muss jetzt auch nicht wieder sein. Nicht wundern, wenn ihr Tippe im Hintergrund hört, ich mache Thumbnails. To the actual universe. You may find it's different from our homeland. Should you be able to adapt to the laws of physics in a short time, I am your advisor and will help you through this mission. Wir fliegen an der Sonne vorbei. Etwas sehr Schönes. Tatsächlicherweise. Und ist auch sehr gut animiert, tatsächlich. Ich denke mal. As one of Cosmo and the pioneer of the Dyson Sphere Program, you will explore this cluster step by step. By using the resources here to construct the Dyson Sphere to provide energy for the center brain to maintain homeland, starting from scratch. I have chosen a designated planet for you to start the mission. Which has necessary resources for initial development. Now please drive the space capsule to the planet. So, jetzt müssen wir die Rakete dahin manövrieren. Das ist eigentlich kein Problem. Man muss es einfach nur da hier so lassen. Fertig, aus. Ich habe schon einmal gespielt. Ich habe schon einen Durchgang gehabt mit 5 Stunden. Es ist nicht nur zeitintensiv tatsächlicherweise. Es macht auch extrem viel Spaß. Now you are about to reach the designated planet. Das ist eine Lüge. Ich hatte sogar schon die Zeit so vergessen, dass es wirklich schon 4 Uhr morgens gewesen ist. Also, das passiert manchmal. Die Stimme im Hintergrund oder beziehungsweise das, was der sagt, das muss man oft. Das könnt ihr selber, wenn ihr das Spiel spielen wollt oder spielen würdet. Könnt ihr dementsprechend dann selber reinhören, was er so sagen hat. Ich hab's schon gehört, deswegen ist es mir egal.
you can use the arrow keys or right-click on the destination to control its movement. In this mission, you will manipulate Icarus to travel beyond the stars and create miracles. You can use the same operation to collect resources, such as trees, gravel, etc. In the meantime, hold down Shift and right-click to give a series of commands. You receive several items after recycling the space capsule. Click the inventory button in the lower right corner of the screen to open the cabin to view them. You can hold down mouse middle button drag to rotate the angle of view, or slide the mouse wheel to zoom in and out. Ihr kriegt das alles mit. Ich lasse euch das extra Dings, weil ich jetzt gerade eher damit beschäftigt bin, zu gucken, dass nichts passiert mit meinen Aufnahmen. Passiert was? Wir brauchen halt einen gewissen Platz und dann können wir das hier auch gerade dementsprechend kaputt machen. Na. Es gibt hier einige Sachen, die man machen kann. Wie ihr seht, mit E kann man das Inventory aufrufen. You have not unlocked the construction menu, which will be done automatically when complete any technology research. Click the technology tree button at the bottom right of the screen to open the technology tree and activate a research. So. Wie ihr sehen könnt, könnten wir jetzt hier auch craften. Das ist das Crafting Inventory. Wir haben mehrere Sachen zur Auswahl. Und hier unten seht ihr, was ihr benötigt, um dieses Item zu craften. Es ist halt tatsächlicherweise so, dass ihr diese Standard-Dinger auch normal craften könnt. So über Terminals. So, da könnt ihr das zum Beispiel storagen. Also, ihr könnt das dann dementsprechend dann in Massen produzieren. Somit dann hättet ihr keine Probleme, das zu craften. Dann bräuchtet ihr auch keine ganzen Ressourcen. Das ist sehr, 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 sehr schön. Das einzige Problem, was jetzt ist, wir brauchen Eisen. Wir brauchen 10 Stück. Also müssen wir ein bisschen Eisen. So, das würde ich sagen, reicht. Müssen wir hier bauen. Hier unten kann man die Anzahl festlegen. Einfacher. Wenn man 5 Stück braucht, kann man 5 Stück produzieren. Da muss man nicht immer einzeln klicken. Später geht das automatisch, dann braucht man sich darum keine Sorgen zu machen. Warum ich jetzt viel zu viel gebaut habe, das kann ich euch später erklären, warum das so ist. Man baut nämlich nicht zu viel ab, sondern man baut immer zu wenig ab. Zu wenig ab, so. Das ist es. Electromagnetism. Heio schaltet. You have created a mining machine to achieve ore collecting automation. Pick it up from the inventory or select it on gathering of construction menu to build it. So, you can use the R key to rotate the mining machine, covering more veins. The more veins covered, the faster the ores will be gathered. If you want to ignore grid snapping, try holding down the Shift key. You have done building the first power transmission facility. Tesla Tower. It can carry out short distance wireless power transmission and expand the power supply area of the power grid. Click on it to view the current power grid information. Wind turbine.
You have established your first power grid. Not all power facilities has its power supply area. Use the Tesla Tower to extend the area. Dann echt nur noch ein COD, dann habe ich alle CODs von Call of Duty 4 bis Cold War durch. Das erste, was wir jetzt hier benötigen, interessant. Man kann auch hier machen. Ist halt sehr interessant tatsächlich. Wir brauchen Storages. Und zwar, warum? Ganz einfach. Das erkläre ich euch auch gerne. Es ist wichtig, am Anfang direkt Storages zu haben. In einem Game, in dem es darum geht, Ressourcen zu sammeln und auch zu verarbeiten, ist es immer wichtig, genügend Storage zu haben. Nicht direkt das Ganze zu verarbeiten, das ist nicht das Wichtigste. Also schon das Wichtigste, aber es ist halt nicht das, was man halt unter diesem Game verstehen sollte. Denn ich habe es schon gespielt und habe gemerkt, dass es am Anfang ziemlich schwierig ist, direkt die ganzen Verarbeitungen. Weil das hat irgendwann dann eine Verstopfung zu urteilen, so. Das kommt dann so, als hätte man etwas Schlechtes gegessen. So kann man das ungefähr so beschreiben. Und das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass das so ist. So, wir brauchen erstmal ein bisschen Fuel, damit unser Roboter nicht so abkackt. So, das nächste ist halt das hier. Und dann müssen wir jetzt erstmal das hier produzieren. Um das zu produzieren, benötigen wir Bronze. Um das hier zu produzieren, benötigen wir Eisen. Wir können 10 von denen produzieren. Haben wir hier unten 10 Stück. Wunderbar. Ihr seht auch hier unten, wie viel Anzahl das produziert wird. Mit wie viel Anzahl das produziert wird. Das heißt, wenn da steht 2, also mal 2, braucht ihr nur mal 5 zu klicken. Bei 10 habt ihr 20, bei 5 habt ihr 10. Das ist ja selbstverständlich dann. So, wir brauchen Kupfer. Das heißt, wir müssen Kupfer finden. Da unten ist Kupfer. Das müssen wir jetzt abbauen. Ja. 20 Stück. Haben wir hier mal 10. Dann müsst ihr nicht ständig draufklicken. So. Während das gemacht wird, hier haben wir auch Stein. Ne, Kohle. Hier ist Kohle. Okay. Na schön. Aber schon mal alles nah beieinander. Dann brauchen wir später nicht so viele, nicht so große Umwege zu machen. Wahrscheinlich mache ich die Videobeschreibung schon wieder als Titel, Alter. Nee. Würde halt nicht mal reinpassen, weil die Videobeschreibung 3362 Zeilen hat. Na gut, das kann man natürlich dann auch so machen. Es gibt natürlich viele, was ich auch schon gesehen habe, es gibt natürlich viele Anfängermethoden, die man machen kann, um halt dementsprechend hier sich, sage ich jetzt mal, besser wohlzufühlen auf diesem Planeten. Aber das Einzige, was wir halt wirklich sehr, sehr gut brauchen, ist halt am Anfang Storage. Und da müssen wir halt researchen. Das halt brauchen wir. Das ist halt am wichtigsten gerade. So, wir haben Kupfer. Ach, wir brauchen auch Eisen. Aber das können wir ja hier rausnehmen. Ja. Und können dann zum Beispiel, weil wir gerade alle nichts zu tun haben, können wir das ja auch produzieren. So. Ihr braucht auch Storage für euer Inventory. Zum Beispiel sowas wie hier Fuel oder sonstiges könnt ihr natürlich dann halt auch dementsprechend dann haben. So könnt ihr euer Inventory dann halt später dann auch dementsprechend lagern. Wenn ihr etwas braucht, müsst ihr dann nur draufklicken und könnt das dann rausnehmen. Ja.
Wir brauchen auch von denen ein paar. Und davon nur einen. Und dann können wir nämlich schon mal Kupfer collecten. One of your production facilities is not powered. You need to keep it within the power coverage area and supply it with power facilities in order to maintain its normal works. Einmal den hier. Und einmal den hier. Wisst ihr jetzt, warum ihr so viel von diesen Ringen gemacht habt? Da habt ihr keine Probleme später. Aber hier haben wir hier eine Windkraftanlage. Und den Tower dann hier hin. So. Wunderbar. Brauchen wir uns jetzt erstmal keine Sorgen machen. Jetzt geht es hier drum, diese Dinger wieder zu bauen. Wir brauchen 10 Stück. Davon gibt es 2 Stück. Machen wir 5. Fertig. Haben wir 10 Stück. So einfach ist das. Da hat man Storage, kann das transportieren und da können die Minen hier arbeiten. Man hat immer genügend Ressourcen zur Verfügung. Das ist auch schon mal was. Ich glaube, ich bin der Einzige, der in diesem Game so anfängt. Weil später hast du Ressourcenprobleme. Anstatt Game habe ich Geld verstanden, Alter. The heck? Yeet. You have received this order and the conveyor belt, which can achieve full automation now. Use the conveyor belt to transport the piled up ores from the mining machine, and the sorter can deliver the ores from the conveyor belt to the smelter for automatic smelting. So, wir brauchen diesen Brocken von Stein. Ja, manchmal bin ich kernbehindert, aber sonst... Ja, wie immer halt, ne? Ich habe das Spiel erst 5 Stunden gespielt und kenne mich mit den ganzen Mechaniken noch nicht so ganz aus. Später ist es natürlich noch schwieriger. Es ist halt echt viel. Wir können uns gleich mal den Texttree anschauen. Da ging City Skylines einen Witz gegen. Dafür, dass es Early Access ist und so einen großen Technologiebaum schon hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, wundert mich nicht, dass es irgendwann größer wird wie City Skylines. City Skylines ist schon echt heavy, wenn es um sowas geht, aber wenn du halt am Anfang schon fast City Skylines hast, so das Endprodukt von City Skylines, so dann... Mit den ganzen DLCs. Ja, ohne die DLCs. DLCs? Ohne DLCs wird es irgendwann langweilig. Ja, aber ich meine, da kommt später ja auch wahrscheinlich in dem Spiel DLCs so. Was auch nicht verkehrt ist, meiner Meinung nach, ein bisschen mehr Content vielleicht so, dass man irgendwann von einem Black Hole dann auch... Ja, ist schon klar. Ist schon klar, was gemeint ist. So, kann man jetzt hier nochmal 10 Stück hercraften. So, wir brauchen später sowieso massig von den Dingern. So, das nächste, was wir bauen, ist tatsächlich die Storage. Dafür brauchen wir 2 Stück. Weil wir halt einfach Storage brauchen. Dann legen wir jetzt hier mal schon mal. When putting a conveyor belt, all you need to do is determine the starting point and the end point of it. In addition, use the up arrow key to lift up one level and use the down arrow key to drop down one level after the conveyor belt is lifted. Press keypad 0 to reset the construction height of the conveyor belt to the ground. If you don't want the conveyor belt to be attached to the building, you can try holding down the shift key. You built a storage, which can be used to store cargo. You can manually store or use the sorter to automatically stock the cargo. The sorter is a transportation connector of cargoes between facilities.
It will automatically transport them as long as the supply facility and the receiving facility are bridged. So. So, jetzt haben wir uns mal darauf spezialisiert, uns da mal ein bisschen reinzufuchsen. Wollen wir jetzt hier irgendwas machen? War das richtig? Wir stellen das hier hin, weil wir brauchen ja hier nichts. Und stellen das dann hier hin. Und dann haben wir das hier. Wunderbar. Jetzt kann das hier gestoraged werden und währenddessen können wir uns dann auch schon mal an die Produktion machen für die Autosmelts. Und zwar müssen wir jetzt hier das Automatic Metry. Dann müssen wir jetzt hier nochmal produzieren. Dann können wir das nämlich hier collecten und haben dann keine Probleme. Zwar müssen wir ab und zu mal ein bisschen rumlaufen, aber das ist, das denke ich, später gar kein Problem. Dann machen wir hier mal 100. So. Production. Es gibt 6 Ringe, dann machen wir mal 3 Stück. Von den Dingern brauchen wir auch 10, dann machen wir 5 Stück. Ja, und dann kriegen wir nämlich dann schon mal die Autosmelting-Scheiße hin. Es ist wichtig, schon von Anfang an zu wissen, wo man etwas hinbaut. Was? Da es leider so ist bei dem Spiel, dass es halt nur vertikal oder horizontal funktioniert, bin ich immer noch der Meinung, dass das Spiel taktisch gesehen noch nicht so wirklich voll ausgereift ist. Ich meine, wenn man es halt wie in Cities Skylines so machen könnte, wie man Bock drauf hat, um wirklich zu gucken, dass man optimal alles ausnutzt, wie man es hinkriegt. Wenn ich das dann noch ein bisschen ungerausgreift, ist halt trotzdem ein Early Access Game, dass es wirklich hundertprozentig funktioniert, dass es keine Bugs gibt, vor solange ich halt schon gespielt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das schon echt nicht schlecht. Ja. Ja, wir haben received. Das hier brauchen wir auch. Das da brauchen wir nicht wirklich. Also noch nicht. Das brauchen wir. Aber das. Warte, wir haben da noch was. Hier. Alles, was irgendwie noch Standarddinger beinhaltet und keine Matrix. Alles benötigt hier Matrix. Das heißt, wir müssen das auch dementsprechend dann. Das ist halt in der Query drin. So, was wir halt jetzt brauchen, sind halt wieder diese ganzen Standardmaterialien. Wir geben hier 100 rein. Produzieren diese. Ah ja, stimmt. Wir haben ja Smelter. Was man bei Eisen zum Beispiel smelten kann, sind 3 Sachen. Die ersten 2 sind die Ringe und die Platten. Davon brauchen wir mindestens 2 Stück von jedem Ding. Eigentlich später brauchen wir 6. Noch später brauchen wir noch viel mehr. Das ist halt klar. Aber am Anfang halt 2 Stück. Oh, fuck. Built a smelter, which can smelt basic materials such as iron ingots and copper ingots automatically.
While you want to make the raw materials and products get in and out of it autonomously, you need to use sorters and conveyor belts. So. Dafür brauchen wir nochmal ein Storage. Einen. Ne, wir brauchen sogar drei. You have a building without recipe set. Please set the recipe you want. After selecting the recipe, you can use the less than key to copy the recipe and the greater than key to paste the next building that needs to set the same recipe. Noch zwei Stück. Wollen wir das da oben hin machen? Ganz einfach. Das brauchen wir später für die Legierung Kupfer. So, wir machen das hier. Und zwar machen wir das hier sofort zu einer... Produzieren wir hier. Produzieren wir hier den Dings. Und hier die Ringe. After selecting the recipe, you can use the less than key to copy the recipe and the greater than key to paste the next building that needs to set the same recipe. So. Unser Planet sieht aus wie Neptun, würde ich sagen. Penny, kennst du Blumenwind? So. Ja, hier fehlt Strom. Aber wir müssen ja auch Dinger hier bauen. Es ist kein Problem, 5 Dinger zu bauen. Nochmal 5, machen wir 10 Stück. So, wir brauchen auch Strom. Bauen wir auch nochmal 2 Stück. Strom ist immer das Problem in solchen Games. So. Wir haben doch hier... So, wir müssen das natürlich auch ändern. Wir ändern das auch. Am Anfang ist das nämlich schwierig. Irgendwie Kameraführung. Bin ich noch nicht so der Freund von. Na, goddammit. Ne. So, jetzt haben wir das zum Beispiel. Können wir das zum Beispiel reinmachen? Haben wir keine Probleme mit. So, da war schon mal das hier. Wichtig ist später die Trennung davon. So.
Das nächste ist die Verarbeitung des Kupfers. Würde ich sagen, machen wir als nächstes. Nein. Doch. Wir brauchen aber mehr Tower. Also mehr eine Windturbine noch, ne? Und so ein komischer Tower noch. Aber noch zwei Stück. Bevor das da hinten genauso abläuft wie bei uns. Storage brauchen wir noch. Einen. So. Das nächste ist die Smeltery Storage hierhin. Smeltery dahin. Machen wir das ganz clever. Brauchen mehr von den Dingern. Geben drei Stück. Produzieren hier fünf Stück. Haben wir 15. Geht doch. Wir können auch schon anfangen, irgendwo Stein abzugraben. Hier ist Kohle. Kohle wird erst später wichtig. So, dann haben wir hier. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Wunderbar. So viel brauchen wir nicht. Einmal hier hin. So, jetzt haben wir uns darüber keine Probleme zu machen. Wenn wir was brauchen, einfach rüberziehen. Das ist schon mal der Anfang. Das Mini brauchen wir nicht, das Mini brauchen wir. Warum hier der Storage? Ganz einfach. Das machen wir jetzt noch, weil wir brauchen nämlich die Ringe hier und die Prozessoren. Die sind wichtig. Das heißt, wir brauchen mehr von denen. Nehmen nämlich die Eisenplatten hier, die wir so fertig produzieren. Und die Ringe produzieren wir ja auch sorgfältig. Aber hier noch so ein Ding hin. Dann haben wir, wenn wir hier weiter bauen, auch keine Probleme. Ja, das wird verbraucht die ganze Zeit. Und zwar können wir später. Wo ist denn das hier benutzen? Damit können wir dann nämlich dann die Ringe herstellen, die wir benötigen, und die Prozessoren. Und die brauchen wir auch. Und deswegen würde ich sagen, produzieren wir im Inventar diese Dinger. Da es zwei Stück gibt, brauchen wir 10 Stück. Und wir haben die Grundidee fertig. Das ist eigentlich das, was man am Anfang braucht. Wie man es dann aber auch dementsprechend nutzt. Und wie man dann später die ganze Fassade macht. Das kommt dann immer drauf an, wie man das halt dann sieht. So. Research completed. Wir brauchen noch mehr Kupferplatten. So, da kann man die nächste Research auch machen. So, danach. Wir haben einen zur Verfügung. Und zwar stellen wir den hier hin. Bauen noch einen.
brauche nämlich zwei Stück. Und einen und zwei Storages brauchen wir. Ja, wir brauchen viele Storages. So, die erste Links haben wir. Da oben wird wieder gesehen, was wir brauchen. Nico, ja. Du glaubst nicht, was ich gerade überlebt habe. 3 Meter Felsen. Auch? Aber ich hatte nur noch 10 HP oder so. Auf einmal kommen 2 Leute mit Sense vor mir hergejumpt, Alter. Und ich own sie halt beide. Ja, kann man so machen, würde ich sagen. So, dann bauen wir jetzt hier wieder. Und das mit einer Saug, die keine Aufsätze hat. Dürfte bald fertig sein, die nächsten Stromkästen, die wir da hier bauen. Eigentlich können wir Kupfer hier abzapfen. Die Ringe können wir hier abzapfen, eine Runde. Da können wir eine Runde abzapfen. Sind die einfacher zu bauen. Da wir jetzt die Produktion haben, müssen wir jetzt auch gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. So, dass wir das irgendwie ein bisschen so umleiten, dass es keine Probleme gibt. So. Also Kupfer brauchen wir für beides. Okay, wir brauchen mehr davon. Machen wir mal 10 Stück, dann haben wir 30. Dann reicht das für ein bisschen was. So. Nein, das war verkehrt, das war verkehrt, das war verkehrt. Wir machen das nämlich so. So ist einfacher. So, wir machen hier. Ich würde sagen, hier machen wir die Prozessoren. Und hier machen wir die Ringe. Jetzt brauchen wir noch hier Bahnen. Zwar hier aus dem Storage. Und aus diesen Storages kann man dann rausgehen, soweit ich weiß. Ja. Machen wir das unten lang oder oben lang? Oben sind keine Ressourcen, so wie ich das sehe. Dann machen wir das oben lang. Gut. Das müssen wir noch mit denen herstellen.
Was ich gemerkt habe, ist es echt wichtig, am Anfang zu wissen, wie man etwas baut. Ja, Strom brauchen wir noch ein bisschen. Zack. Zack. You can now click the planet thumbnail button in the lower left corner of the screen or press the M key to try the planet view mode. Bisschen mehr Energie. So, das dürfte jetzt laufen. Um jetzt keine Verwirrung hervorzurufen, müssen wir das jetzt hier ändern. Das ändern, das ändern, das ändern, das ändern. Warte, das müssen wir auch ändern. Ich bin halt wieder 3 Meter doof, ne? Also. Das ändern. Ich glaube, das machen wir noch und dann ist die Folge erstmal zu Ende. Ja, meine lieben Drohnen. Oh, hier ist direkt Kohle. Ah, bauen wir sowieso später ab. Das haben wir. Muss dann noch was gebaut werden. Daraus würde das funktionieren, ja. Gut. Wir müssen das nicht exakt an den Storage dran machen. Bis hierhin reicht's. Aber bis dahin wird das auch noch funktionieren. So. So, dann bauen wir hier die Smasheries hin. Oh, Mann, 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 ey. So, dann machen wir hier nochmal Weg. Wir brauchen unbedingt mehr Wege. Hm? Gibt es 30 Laufbänder. Ab aufs Laufband! Hopp, 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 hopp. Aber wir könnten ja mehrere Smelter bauen, tatsächlich. Da hätten wir ein bisschen mehr Ressourcen zur Verfügung. Wir bauen auch mehrere Smelter. Wir bauen das hier weg. Wir bauen das schon nochmal dran hier. Ja. Wir bauen das so, dass dann halt keine Streckenüberschaltungen sind. Alles hier unten. Dann bis hier hin. Dann bauen wir noch Smelteries, 2 Stück. 2. Dauert das ein bisschen, bis die fertig sind. Ach, schon 44 Minuten, Jungs. Boah, und das ist der erste Part. Ey. I have my life. So, oder das ist ganz einfach so. 2 von denen
Geht das so? Ich hoffe, es geht so. Testen wir mal geradeaus. Ja, es geht so, okay. Weil die produzieren nämlich jetzt für die Chipsätze die Platten. Und die Ringe. Ich bin wieder kerndoof, Junge. Meine Fresse, hab da das Ding vergessen. So. Das Eisen wird doch schon produziert. Ich werde am Anfang das Kupfer ein bisschen da reinsetzen. So, das ist aber die Grundmechanik. Das ist der erste Part, würde ich sagen. Denn wenn wir das nämlich so machen, haben wir dann später keine Research-Probleme mehr. Im nächsten Part würde ich dann sagen, gehen wir dann auf die verbesserten Versionen der Logistik, die es hier gibt, ein. Beziehungsweise gucken, was der zweite Part so bringt, ne? Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag, Nacht oder sonstiges. Und ja, ciao.